kümmern, was wir Heiligabend immer gegessen haben und was so üblich war. Das ist rote Bete-Suppe, die heißt ja Borscht mit so speziellen Nudeln. Und dann haben wir auch entweder Lebkuchensuppe, das ist dann süßlich mit Mandeln und trockenem Obst, die heißt Motschka. Und dann gab es auch eine Karpfen mit Pilzen, viele Schuppen von dem Karpfen unter den Teller gelegt, das sollte dann Glück bringen. Und als wir den Tisch gedeckt haben, haben wir immer ein Gedeck mehr gemacht für einen ungeladenen Gast, der dann eventuell noch kommen sollte. Und das Essen war auch dann immer mehr da, dass er dann auch mit uns essen könnte. Dann wünsche ich, was soll ich führen? Stell dich lieber gut nach der Gorokko.